Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ich hoffe, die Kamera nimmt ordentlich auf. Aber es ist einmal wieder soweit. Ein Kreativbund wollte ich jetzt schon sagen. Ich bin betröppelt, ich habe Kopfschmerzen, also sei es mir ein bisschen verziehen. Aber ich will nicht rumjammern. Design-Team-Beitrag von Papiereckchen. Ne, Jessie alias Papiereckchen, so rum. Und zwar habe ich heute diesen Die-Cut verwendet. Schokolade ist wie Obst. Kakao wächst doch auf den Bäumen. Und daraus habe ich eine Karte gewerkelt. Ich habe schon keinen Platz mehr. Ich mache gerade so viele Sachen gleichzeitig. Ich bereite schon wieder die nächsten Design-Team-Beiträge vor. Allerdings muss ich da teilweise wirklich noch was bestellen, weil ich habe, ja, mir fehlen ein paar Die-Cuts. Auf jeden Fall diese Karte. Schaut so aus. Wer kann sich noch an die ATC erinnern, die ich mal gemacht habe? Vor, ich weiß gar nicht, über 2 Jahren oder so mittlerweile fast. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen inspiriert. Es ist natürlich nicht originalgetreu, aber ist ja egal. Ist aber eine Slimline-Card. Ich mag das Maß irgendwie. So, wir brauchen ein Stück braunen Farbkarton, Cardstock, wie auch immer. In den Maßen 20 x 20,5. Ich gucke nur gerade, weil ich brauche noch ein Restestück. Das wären 20. Und habe ich hier noch 20,5? Ja, das ist 20,5. Ich habe nichts vorbereitet. 20,5 mal 20. Das Stück aufheben. Das brauchen wir noch. So. Bei 20, also auf der kurzen Seite, wird gefalzt bei 10. Und so haben wir dann unsere. Schaut gerade irgendwie. Ne, passt schon. Unsere Slimline-Karte. Dann schneiden wir gleich alles zurecht. Ich habe ja noch ein Stück hier. Ich habe für meine Teile hier 8 Stück genommen. 8 Ecken in den Maßen 1,5 mal 2,5 Inch. Weil ich mir da am besten getan habe, sonst hätte ich da so ein bisschen um die, ne, 3,8 oder was das wären. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich mache das auf Inch. 1,5. Oh, ich dachte schon, jetzt habe ich mich vermessen, weil ich habe jetzt gerade gar keinen braunen Cardstock zur Hand. Und dann eben 2,5. 6 Ecken sind es. Ich kann da doch mal zählen. Seht ihr mal? Also 6 Ecken. Dann das Stück. Dann haben wir das schon mal alles zurechtgeschnitten. Wobei den Karteninnenleger, das machen wir dann zum Schluss. So. Das einmal nachfalzen. Okay. So. Dann nehmt ihr mal eure Teile. Die sind natürlich jetzt im Rohzustand. Aber wir wollen ja dieses abgebissene Stück machen. Das habe ich mit einer Standschablone gemacht. Mit so einem. War das der Rand? Ich glaube, der Rand war es, ne? Ich gucke nochmal nach. Ja, der Rand war es. So ein Wellenrand ist das. Das heißt, ich lege mir jetzt erstmal zumindest auf dieser Seite, damit ich den überall den gleichen Abstand habe. Das sieht gut aus. Dann lege ich meine Standschablone da drauf. Schau, dass alles gerade ist. Und dann nehme ich mir ein Stück, ja, Klebeband, fixiere es. Und dann nehme ich meine Stanzmaschine. Und kurbel das durch. Das wird ja auf zweimal kurbeln müssen, weil der kommt nicht ganz durch den hinteren Teil, aber den hätte ich auch gerne mit abgebissen. Jetzt hoffentlich versaue ich mir meine Karte nicht. Weil das ist immer dieses,
so klebt das Klebeband schon fast gar nicht mehr. Ne? Das, wenn ich das irgendwo hinmache, das hält schon fast gar nicht mehr so. Aber wehe, das ist halt durch den Druck. Wehe, ich mache das auf eine Karte, stanze das aus und dann, ja, frisst es quasi das Papier. Wir brauchen nur den unteren Teil. Der obere Teil verschwindet ja in dem Fall. Na, also das Teil kann ich hier wegschmeißen. Wenn ich es mal rausbekomme. Also das kann weg. So. Da das ja nicht komplett durchgeht, man kann es versuchen öfters zu stanzen, aber ich mag es mir halt einfach in dem Fall einfach. Ich schneide mir halt bis zu der Kante hier. Oh, ich glaube, da muss ich trotzdem nochmal durch. Ich habe doch noch nicht ganz durchgestanzt. Also nochmal drauflegen. Nochmal kurbeln. Dass zumindest der erste Teil durch ist. Naja, der muss ja durch drei Schichten Cardstock. So. Dann wäre der erste Teil ab. Wie gesagt, das kann man auch wegschmeißen. Okay. Nur mal über die Hose ziehen, dass das auch wirklich ja, und dann lege ich mir das quasi nochmal an und dann kann ich die untere Schicht stanzen. Müsste alles geklappt haben. Vorsichtig, vorsichtig. Okay. So, jetzt runde ich mir die Ecken ab. Bei allen Teilen. Das mache ich bei 4 mm. Na, da brauche ich es eigentlich nicht machen. Weil da kommt dann, obwohl da unten hätte ich es auch nicht machen müssen. Egal. Doch, bei meiner anderen Karte habe ich es gemacht. Aber hier einmal komplett die Ecken abrunden. Ich habe mich für 4 mm entschieden, weil ich 7 mm dann doch zu... Jetzt. Doch zu ja, grob groß fand. Mal das Geschnipsel wegmachen. So. Dann nehme ich mir als nächstes mein Fingerschwämmchen und Black Suit als Distress Oxide. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr da habt. Und dann gehe ich über jedes Schokoladenstückchen. Dann mache ich mir hier einen Schatten. Wirklich über jedes. Einfach, dass es ein bisschen originalgetreuer aussieht und dass es einfach so draufgeklatscht aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich ja damals bei meiner ATC auch gemacht. Und ich finde tatsächlich die ATC damals, die war eine der besten Karten, die ich je gemacht habe. Und ich sehe, ich muss das Fingerschwämmchen unbedingt mal austauschen. Das fängt schon abzubröseln. Aber Black Suit, nee, die Seite ist schöner. Black Suit ist halt so ein Teil, also so ein Fingerschwämmchen, was man halt wirklich oft benutzt, denke ich einmal. Schwarz geht eigentlich immer, oder? Wenn ihr was im Hintergrund hört und ihr wisst, die Kommentare sind deaktiviert. Mein Mann schaut gerade einen Kinderfilm mit seiner mit der Kleinen. Ihren Lieblingsfilm.
hier gehe ich einmal drum. Da fällt mir ein, ich könnte das quasi als Gewinnspiel mal so machen. Was ist meiner Kleinen ihr Lieblingsfilm? Einige wissen es. Wobei das gemein ist. Ich habe mit einigen ja relativ guten Kontakt. Und die wissen natürlich, was der Kleine ihr Lieblingsfilm ist. Aber so in der Art. Das geht mir halt alles so ein bisschen durch den Kopf, was man halt so, ne, drüber nachdenkt. So. Okay. Dann haben wir das. Dann nehme ich mir einen weißen Gelstift und mache mir auf den Schokoladen hier noch so ein bisschen, ja, Lichtpunkte quasi. Ich mache das immer gegenübergesetzt. Erstens ist es dann beim Aufkleben relativ egal. Und zweitens, ja, sieht, wie gesagt, es ist dann nicht so draufgeklatscht aus, sondern sieht einfach ein bisschen, ja, freundlicher aus. Nicht so dunkel, nicht so duster. Wobei Schokolade ist ja dunkel. Naja, gibt ja auch weiße. Fällt mir eigentlich, ich hätte eine weiße Karte machen können, aber so eine. Ja, weiß ist die ja nicht richtig, ne? Die ist ja eher so. Aber das wäre, glaube ich, dann ein bisschen langweilig geworden. Wobei. Nee. Braune Schokoladenkarte ist schöner. So. Dann mache ich mir hinten auf den 8 Stückchen, mache ich mir jeweils ein Foamtape-Stück drauf. Einfach, dass das ein bisschen abgehobener ist. Ja, nicht so flach. Ja, jetzt war die Schere schon wieder stumpf, weil die klebrig wird. Das heißt, dann muss ich sie gleich wieder sauber machen. So. Naja, das ist halt die vom Action. So, ich fange mit dem abgebissenen Stück an, weil da ist es, ja, ne? Schon vorgegeben quasi. Wenn die Schutzschicht runter bekommen. Das lege ich mir dann wirklich so Zacke an Zacke hier an. Und dann habe ich schon das erste Stück. Die anderen zwei kann ich schon mal so vorlegen, dass ich ungefähr weiß, wo die liegen müssen. Dass ich Abstand zu allen Seiten gleichmäßig habe. Und möglichst gerade. Na. Und dann schaue ich, dass das hier bündig ist. Ich könnte natürlich auch mit Lineal arbeiten, aber gut. Es ist selbstgemacht, es ist handgemacht. Ah, ich glaube, die tue ich hier unten hin, weil die so eine kleine abgefranste Ecke hat. So. Dann haben wir das. Dann habe ich hier so ein Restestück Designerpapier. Das hat die Maße 20 mal, keine Ahnung, 6 cm oder so. Halt so ein Restestück. Ich kann ja mal nachmessen. Ja, 6 cm. Ja, etwas als mehr 6 cm. 6,3. Wie gesagt, das ist ein Restestück. Das falze ich mir jetzt in der Mitte einfach bei 10. Dass ich so einen Anhaltspunkt habe. Und dann reiße ich mir das Ganze. Dass es, ne, ausschaut, als würde die Schokolade aufgerissen werden. Hier darf ich gerne ein wenig so nach unten gehen, so schräg. Dann schaut es einfach ein bisschen schöner aus. So. Und dann nehmen wir uns ein Stück Alufolie. Achtung, knister, knister.
reiße ich mir einfach mal was ab. Den oberen Teil, ich schau gerade mal, den knüdel ich mir so ein bisschen zusammen. Na, einfach, dass so ja, die Form da ist, so ein bisschen. Und dann mache ich mir so Flüssigkleber. Den oberen Rand lasse ich weg, weil ich möchte vom Designpapier noch ein bisschen was sehen. Ah, da kann noch ein bisschen mehr drauf. So, und dann klebe ich das da so hin, so dass alles bedeckt ist soweit. Und dann schneide ich mir das Überschüssige einfach ab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann ich sogar gleichzeitig jetzt meine Schere ein bisschen schärfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch der Meinung, müsste ich echt einmal wirklich testen, ob das nicht die Schere sogar stumpf macht, als zu schärfen. Ich weiß es nicht. Also, ne? Bitte verurteilt mich da nicht. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich echt einmal wirklich so einen Test machen. So, und dann runde ich da nochmal die Ecken ab. Einmal knicken. Und dann Flüssigkleber. Und dann lege ich mir das so an. Schau, dass ich gerade bin und bündig. So, dann wo ist mein Heftchen? Da brauche ich meinen Die-Cut. Was ich vergessen habe von lauter Labern, seht ihr mal. Ich werde alles in die Infobox verlinken, beziehungsweise den Die-Cut. Und mit dem Code Natascha10 spart ihr 10% bei eurer Bestellung bei ihrem Shop. Jo, das ist dann doch eine ganze Menge, vor allem wenn man so viel bestellt wie ich. Weil das ist ja doch mittlerweile schon echt. Ja. Und sie hat damit, also ihr Sortiment wird ja immer und immer weiter erweitert. So, dann machen wir das Innenleben noch. Dafür nehme ich einfach so Kopierpapier. Ist ja nur, dass ich einfach was reinschreiben kann, damit es schöner aussieht. Das schneide ich mir jetzt zurecht bei 9,5. Das kommt weg. Mal 19,5. Schauen, ob das passt. Ja. Dann brauchen wir unsere Stanze wieder. Lege ich mir das jetzt nochmal so an, wie es reinkleben würde. Dann brauche ich doch nochmal mein Ding. Und dann ungefähr so, es muss jetzt nicht perfekt sein, lege ich mir meinen Die-Cut an, dass ich quasi noch so einen braunen Rand habe, weil den habe ich ja auch links und rechts. Brauche ich nochmal mein Stück Klebeband. Ja. Und dann wird das jetzt nochmal durchgekurbelt. Einfach nur, dass das, weil ich ja links und rechts hier auch einen braunen Rand habe, dass das einfach, ja, ne, schöner aussieht. Und auch hier runde ich mir nochmal überall die Ecken ab. Wenn das so dünnes Papier ist, kann ich das immer so schlecht fühlen, ob das dann in der Ecke liegt oder nicht. So kann ich dann wenigstens was Schönes, also ne, sichtbar reinschreiben. Klar, ich könnte mit weißem Gelstift schreiben, aber ich schreibe am liebsten mit Kugelschreiber.
Und dann wäre die Karte auch fertig. Ich finde die cool. Vor allem ist das auch mal ein komplett anderes Maß für ihre Karten. Klar, ich mache immer mal wieder so, ne, mit Action und so. Aber ja, ich finde die cool. Das war's. Hier schaut schon wieder aus. Egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.